Willkommen zu einer weiteren Folge von The Witcher. Bevor wir jetzt hier einmal kurz weitermachen, werde ich... Mist. So. Da kommt der nächste. Der Trunk. Die sehen so hässlich aus. Ich geh mal hier beiseite. Ich weiß auch noch nicht mal, wie ich meine Spalte benutzen kann. Und ich muss mich reparieren. Ich sehe. Und das, die Brust ist das, was repariert werden muss. Seide, Alkohol, Fläschchen. Nee. Nee. Auch nicht. Gucken wir einmal, dass wir einmal unsere Dings reparieren können, unsere Ausrüstung. Wir haben ja so ein Reparaturkit. Und zwar das. Ist das jetzt 65? Ja, müssen wir nochmal machen. So. 80. Ja, 80% müssten jetzt ausreichen. Obwohl ich nicht der Meinung bin, dass 80% ausreicht für das, was wir eigentlich vorhaben, ne, oder für die Kämpfe, weil man braucht viel mehr Rüstung Prozent und also man bräuchte schon gucken 100% und das ist schwierig. Das ist Perlen, ach, schwarzer Perlenstaub war das genau. Aber immer noch kein Salpeter, ey. Oh, nee. Nee. Vielleicht finden wir das ja gleich, bei, wenn wir zu unserer Quest gehen. Oder wenn wir während wir zu unserer Quest gehen. Langsam. Vielleicht finden wir dann noch Salpeter. Hoffen wir mal, weil... Stopp. Speichern. Immer schön speichern. Weil ihr habt es schon einmal gesehen, ja? Wie ich da gestorben bin. Genau, deswegen. So. Na. Ach, da ist noch einer, deswegen kann ich nicht aufgeben. Na komm her. Ist auch was auf die Klamotze. Selbst ein Reh kommt an. Die Gefahr gebannt, die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Freut mich. So, wir haben hier ein Kräuter... Ah, warte mal, da ist ein Kräuterkundler. Vielleicht kriegen wir es ja hin, einmal Salpeter zu kaufen. Ich hoffe, er hat das noch.
So, Kräuterkundler, der ist da. Was? Nicht Wachs, Buntstifte, was hast du anzubieten? Hast du was Interessantes? So, er hat schon einiges Interessantes. Und zwar... Absurde! Wie teuer sind die? 55 und 80, 80, 80, 62. Alter. So, Moment. Wir gucken jetzt erstmal nach Salpeter. Schimmel. Da, wir haben diesen Calcium Dings. Bärenfett. Salpeter hat er auch. Wir haben 100 Dings. 100 Dings. Ja. So, Moment. Ich bin nicht fertig mit ihm. So, wir müssten auch was verkaufen können. Ja, aber was ist die Frage? Kauft er auch was auf? Kann man bei dem was anderes verkaufen noch? Nicht wirklich, ne? Scheiße, ey. Das hier verkauft er ja auch nicht. Der akzeptiert nur das hier. Passt auf, warte mal. Ich weiß, warum ich das mache. Weil ich will ja das Geld wieder zurückhaben. Weil, wisst ihr, was ich meine? Das wird nicht so funktionieren, wie ich es mir so gedacht hatte, ja. Aber ein Teil kriegen wir schon zurück. Ja. Brauchen wir die leeren Flaschen überhaupt? Wir machen die mal alle weg. Kann sein, dass wir es gleich bereuen, aber okay. Dann bereuen wir es halt. Alter, der gibt nicht viel, ne? Denk nur 2. Der hier. So. Wir haben 116, ne? Hier können wir 2 Stück nehmen. Ja, geht nicht anders, Leute, geht nicht anders. Wir brauchen die hier, den Gedöns, wisst ihr, was ich meine? So, weil wir können dann herstellen und das andere ebenfalls. So. Aber vielleicht, was ist das? Nee, verkaufen wir. Die beiden bleiben. So. Ja, das war's. Ich würde ja gerne noch die anderen Sachen. Aber dann kommen wir. Wir kommen noch zurück. Das Problem ist, man hat nicht immer viel, wisst ihr? Man kriegt nicht viel Gold oder Geld für das, was man macht.
So, aber wir können wenigstens die drei, ja, können wir gleich machen, die drei. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Nein, der Bär hat mich gesehen. Der schläft. Scheiße. Wir haben einen Sattel. Moment. Was macht denn der Sattel? Ne, ja doch, hier Plötze. 20. Können wir aber verkaufen. Ja. Und wir haben einen Fertigkeitspunkt. So, dann gucken wir mal. Haben wir hier alles? Ja, dann können wir jetzt erstmal zu der Quest gehen und dann hier die beiden Fragezeichen. Hier werden wir auf jeden Fall nochmal hingehen. Ja, weil der hat Absurde, die ich gerne haben möchte. Oh, wir sind eigentlich Stufe 2. Ja. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal zu der Quest. Oder wir werden uns um diese drei oder wir machen erst die Quest, holen uns die letzten beiden Fragezeichen. Dann gehen wir hier, gucken wir, dass wir hier hochkommen. Dann hier. Und dann da. Ja, komm, wir machen erst das Fragezeichen. Und dann kümmern wir uns um die sag mal schnell. Alter. Um dann die Dings da zu machen. Um die Nester da auszurotten. Hä? Bin ich richtig? Das ist auch eine doofe Frage. Bin ich richtig? Der berüchtigte Brunnen. Seltsam. Keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Oh, wir haben Salpeter gefunden. Wie nett. Aber gut, dass wir jetzt so ein bisschen sammeln, weil wir die ja, wir brauchen ja eh sehr, sehr viel von diesem Zeug. Salpeter, Kretsch, für die Kretsche da brauchen wir ja auch noch, ne? Schwarze Puppe können wir verkaufen. Ein Tagebuch könnte hilfreich sein. Ja, 27.03.1250. Es ist passiert. Volker hat am Gerichtshof in Wüsima Beschwerde über alle Missstände gegen den Lehnsherrn eingereicht. Er hat all den Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde. Wie der Herr Johann tötete, als der sein Haupt nicht schnell genug entblößt hatte. Wie er betrunken unsere Felder zertrampelte und von einer Wiedergutmachung nichts wissen wollte. Wie er bei Peters Hochzeit hereinplatzte und das Recht der ersten Nacht verlangte. Nun bekommen wir endlich, worum wir Melitele in so vielen Gebeten angefleht haben. Der Richter hat unsere Kümmernisse
anerkannt und uns aller Verpflichtungen dem Herrn gegenüber für los und ledig erklärt. Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften. Endlich können wir als freie Menschen leben. Mhm. 12.04.1250. Der erste Tag unserer Freiheit. Hüttel ist kaum mehr als ein Dorf. Doch mir erscheint es wunderbarer als der herrlichste Palast. Volk hat unser Heim mit Haselzweigen ausgeräuchert, um das Böse auszutreiben, und einen Marder unter dem Eingang vergraben, damit keine Diebe über die Schwelle treten. Alter. Er hat mir auch ein Armband geschenkt, das hübscheste, das ich je sah. Mutter sagt, es sei töricht, so viel für Schmuck auszugeben, wenn wir keinen Pflug und keine Hacken haben, und dass wir das Armband zum Kaufmann zurückbringen sollen, nur über meine Leiche. Ich werde es niemals ablegen. Immer wird es mich an Volker erinnern und daran, wie glücklich wir an jedem Tag waren. Erstens, passt auf, wenn jemand was geschenkt bekommt, so, gibt es dem anderen nicht das Recht, verkauf es, ja, wegen Flug und hier und da. Ganz ehrlich, die Mutter hätte auch selber einen Flug kaufen können und alles, ne? Egal, weiter geht's. 23.04.1250. Moment. Es heißt, der Herr kommt uns besuchen. Er will uns ein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufbrausend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun, wir werden sehen. So oder so, ich denke nicht daran, diesen Ort wieder zu verlassen. Würde ich auch nicht. Gustav, ich möchte dich um etwas bitten. Ich bin in den Besitz einiger wertvoller Gegenstände gekommen. Frag mich bitte nicht wie. Aus Bescheidenheit möchte ich die heldenhaften Taten, die ich im Kampf für unser geliebtes Vaterland begangen habe, nicht herumposaunen. Jedenfalls ist es so verdammt viel, dass ich die Sachen unmöglich alleine zurückschleppen kann. Deshalb habe ich alles in eine Truhe gelegt und diesen am Strand begraben, am Fuß der Klippe mit den beiden verbrannten Hütten darauf. Dort, wo wir immer Krebse gefangen haben, erinnerst du dich? Ich bitte dich nun Folgendes. Nimm einen Schubkarren und eine Schaufel und geh damit zum Strand. Aber sorge dafür, dass dir niemand folgt. Wir werden den Schatz verladen und im Wüsimar verkaufen. Danach teilen wir den Gewinn halbe halbe, wie es sich in einer Familie gehört. Wir sehen uns und vergiss nicht, zu niemandem ein Wort davon. Johann. Tja, das ist ja wohl schief gelaufen, ne? Würde ich mal so sagen. Weil wir haben ja gesehen, da waren ja Leichen. Leichen. Alter, ich bin so fies. Ich kann richtig fies sein, wisst ihr das? Aber manchmal muss man muss einfach. Ja, man hat nicht immer eine Wahl und kann nicht immer, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, ja. Kuckuck. Und, ja. Und dann denken, ja, weil gerade in der heutigen Zeit ist es eh egal, was du machst. Versteht ihr, was ich meine? Weil du kannst freundlich sein, wie du willst. Es wird ausgenutzt. Wenn nicht sogar missbraucht. Wirklich missbraucht. Ja? So. Dann
Dann, wenn die mit dir fertig sind, ja, dann erzählen sie irgendeinen Schrott und lügen über dich. Oder erzählen Lügen über dich. So, so wird ein Schuh draus. Mit anderen Worten, du kannst tun und lassen, was du willst. Du wirst niemals das erreichen oder die Nettigkeit oder Höflichkeit bei anderen niemals erleben. Niemals. Funktioniert nicht. So, und deswegen, vielleicht, deswegen bin ich auch meistens so, weil ich weiß, wenn ich... Das Gras um den Brunnen ist versenkt. Wenn ich weiß, man nutzt mich aus. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. So, lies den Eintrag über Mittagserscheinung. Jo, dann müssen wir ab ins Bestiarium. Mittagserscheinungen. Geister? Mittagserscheinungen. Nee. Da haben wir das schon? Okay, erstmal Teufel beim Brunnen. Die Einwohner von Weißgarten hatten einiges ertragen müssen. Durchziehende Armeen hatten ihre Aussaat zertrampelt. Ein Greifer hatte begonnen, sich an ihrem Vieh gütlich zu tun. Und zur Krönung spukte auch noch eine Mittagserscheinung in einem nahen Brunnen. Kein Wunder, dass diese letzte Übel im Dorf als Teufel bezeichnet wurde. Der Hexer wusste, dass irgendetwas... Moment. Entschuldigung, bezeichnet wurde. Der Hexer wusste, dass irgendetwas die Erscheinung an diesen Ort band und er ihr Geheimnis ergründen musste, um sie in den Äther zu entlassen.
Sobald er das Geheimnis kannte, war die Zeit gekommen, sich auf den Kampf vorzubereiten. Mittagserscheinungen sind schwierig zu besiegen. Sie können Abbilder von sich erzeugen, die dem Gegner die Lebenskraft absaugen. Ihre Herrin bleibt dabei unberührt. Ein Silberschwert allein reicht nicht. Auch Irden ist vonnöten, um Erscheinungen festzusetzen und in körperliche Form zu zwingen. Okay, was brauchen wir denn? Mondstaub, Geisteröl, Irden, okay. Müssen mal gucken, ob wir das machen können. Mittagserscheinungen. Entgegen der allgemeinen Annahme unterbrechen die Bauern ihre Arbeit am Mittag nicht, um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um den Mittagserscheinungen aus dem Weg zu gehen. Vlad Raymond, Bauern und ihre Bräuche. An besonders heißen Sommertagen, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht hat, tauchen bisweilen Erscheinungen auf, die sonnenverbrannten Frauen in langen, weißen Gewändern ähnlich sehen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Mittagserscheinungen, die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Verrückt vor Schmerzen oder Wut streifen sie durch die Felder und suchen nach ihren untreuen Geliebten oder verräterischen Rivalinnen und töten dabei jenen, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Häufig sind sie durch einen Gegenstand von großer emotionaler Bedeutung an dieser Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissenen Schleier findet, diese Gegenstände nicht aufheben, sondern so schnell wie möglich das Weite suchen. Okay, das war die Mittagserscheinungen. Jetzt gucken wir in Alchemie. Geisteröl, ne? War das Öle. Ja, können wir sogar herstellen. Hey, Nekrophagenöl können wir auch mal eben herstellen. Tränke, nee, weißer Honig wollen wir nicht. Inventar. Und zwar unter Öle, Geisteröl und auf das Silberschwert. So, dann haben wir hier noch Brot. Was haben wir hier noch? So, dann wollen wir. Also wir sind schon mal gerüstet, ja? Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden. Durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Blutspuren. Fast verblichen. Aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Ja, das... Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört. Das muss sie sein. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau, rund 30 nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Ja, die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist ihr der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Ich finde das voll cool. Das ist besser als bei Sherlock Holmes. Runterspringen, genau. Hui! Oh! Das war ein harter Aufschlag. So, wir tauchen mal unter. Na komm, tauchen. Gedrückt halten. Aber das, der macht nichts. Alter, warum machst du nichts? Ich bin gleich sofort da. Ich glaube, ich muss mal mein Ladekabel holen.
So, Leute. Ne, der macht das nicht. Du machst ja das denn jetzt hier nicht. Nee, der Zug macht nichts. Ne. Ich geh durch. Ja, das macht er. Aber das macht er nicht. Moment. Alter, was ist denn jetzt schon wieder los? Hat doch die ganze Zeit schon funktioniert. Ne. Pass auf, wir müssen das einmal speichern. So, und dann sind gleich. Zum Haupt. Wir gehen mal eben kurz zum Hauptmenü. Wir haben ja das Spiel ja gespeichert. Fortfahren. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. So. Ah, jetzt funktioniert das, hä? Da. So. Ist hier noch irgendetwas? Nee, ist hier nicht mehr. Okay. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu betreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Jo. Endlich. So, wo ist... Ja, wir muss hier... Okay. Da ist ein Schatz. Seht ihr? Oh, wir haben... Oh! So. Und ich hoffe, wir gehen jetzt richtig. Na komm schon. So viel Sauerstoff haben wir nicht. Oh, puh. Jo.
Das hätten wir auch. Jetzt gehen wir wieder. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen. Tränke. Ja, Geisteröl haben wir ja schon so weit hergestellt. Wir müssen Irden machen, ne? Dann. Moment. Also okay, gespeichert, aber ich wollte eben manuell auch nochmal speichern, besser ist es. So, wie lange haben wir, nehmen wir jetzt schon auf? 36 Minuten. Das Problem ist, Leute, Öl, ich habe schon Öle hergestellt, meine Fresse, ey. So. Dann wollen wir mal den Körper verbrennen. Und das Armband. Igni. Und da ist sie. Ich hoffe, wir schaffen es. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Okay. Na komm. Ja, komm. Hier bin ich. Alter. Puh. Sie ist fort. Für immer. Jo. Das lief nicht wirklich gut, aber es lief gut. Es lief gut. So wie man es nehmen kann. Wir hatten noch einen Charakterpunkt. Ja, Mutagene, meine Fresse, ey, lass mich doch mal hier mit dieser Gedüns. Ja, ich weiß, Mittagserscheinung 50%. Ja, okay, komm, machen wir. So. Ach ja, jetzt habe ich vergessen vorzulesen. Ich habe jetzt einfach nur gedrückt. Eieiei, passt auf. Wir werden... Wir gucken mal, was wir noch machen können. Was ist das? Krafttraining. Feindabweisung. Ja, das wäre gut. Ja. So, das müsste dahin. Und das lassen wir erstmal da drinnen. Obwohl, nee, können wir auch mal mit da rein tun. So. So, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt eigentlich wieder zurück, ne? Zeig mal eben auf der Karte, wo. Da. Aber wir werden erstmal hier unsere Fragezeichen... Ja, ich habe die Fragezeichen nicht vergessen, Leute. Ich hatte ja gesagt gehabt, wir werden die Fragezeichen erstmal machen. Ja, oder beziehungsweise mitnehmen. Weil dann haben wir das wenigstens vollständig, ja. Und müssen dann nicht irgendwie zig mal hin und her rennen, ja, weil wir irgendwas offen gelassen haben. Und deswegen, ja. Ach nö, komm schon, Geralt.
keine Rutschpartie. Ich hab gesagt, keine Rutschpartie. Alter, wenn ich rutschen will, dann nehme ich mir einen Schlitten und rutsch runter, Mann. Das hört sich voll genial an, dieses Kuckuck, Kuckuck. Ich weiß. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ich weiß, dass ich jemanden kannte, der wirklich Kuckucksuhren gesammelt hat. Und als Kind habe ich das wirklich geliebt. Ich habe es wirklich als Kind geliebt, wenn zu voller Stunde immer dann der Kuckuck da rauskam, ja, und dann immer dieses Kuckuck da gemacht hat, ja. Das war schon, ja. Hätte ich mal, ja, ich hätte es speichern sollen. So, Kopf ist ab. Ein bisschen spät. Da ist ja keine Fleischwunde zu sehen, Mann. Entweder verbuggt oder keinen Plan, ey. So, erstmal die Banditen hier selbst ausrauben. Das macht immer so viel Spaß, wenn man, ja, Boxen, Luftboxen machen kann. Nein, wenn man in einem Videospiel, ja, plündern kann, ja, was das Zeug hält. Das Gute ist, in echt, nein, würde ich nie nicht machen. Ja, weil, ja, okay, es sei denn, es gibt schon, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee. Selbst dann nicht. Selbst dann nicht. Weil, weiß nicht, was ist, wenn die Leute zurückkommen? Wisst ihr, was ich meine? Das ist es ja. Was ist, wenn die Leute zurückkommen? Ja, dann ist deren Hab und Gut weg. Es macht mich nicht besser als eine. Als, ja, als die, die wirklich klauen gehen, wisst ihr? Das war ein bisschen Honig. Apropos Honig. Ah, ich glaube, ich mach morgen Pfannkuchen mit Honig drüber. Oh, lecker. Aber ich rede wirklich von selbst gemacht. Nee. Neue Markierung, zerstörte Brücke. Okay, die Brücke ist zerstört. Ja, sagt ja eigentlich die Markierung, ne? Jo. So, hier lang. Da lang. Jetzt nur nicht hier die Leute umrennen. Aha, genau. Das sagen sie jetzt. Und später sind die so undankbar, wie es nur geht. Weil, wisst ihr, was ich meine? So. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meister Hexer. Das Gold für Hannis Ausstattung. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Oh, komm, behalt dein Geld. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoßt auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer.
Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Ja, kommt, Leute, das ist echt... echt dämlich, wenn man... wenn man noch, jemanden, wo der die Tochter heiratet, ja, sagt von wegen, ja, weißt was, gib mir dein ganzes Gold, ja. Das macht man nicht. Also, ne, ich bin nicht immer, ich weiß, ich kann wirklich sehr fies sein, ja, aber ich meine, wenn es ist eine Hochzeit, okay. Andere Frage ist, wie heiraten? Alter, wo? Ja, natürlich, ich. Stopp! Ja. Na, siehst du, wie frech die jetzt sind? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Wisst ihr, habt ihr gemerkt? Aber warum denn? Blödmetant. Schau mich nicht so an. Ja, schau mich nicht an, Alter. Geh in den Kindergarten. Geh Pflanzen zählen. Mann. Immer diese Jammerlappen hier. Naja, wenigstens machen wir was ich jetzt mal mehr, ein bisschen mehr was für die Quest und nicht darum schnurren, darum krakeln. Oh, Schätzchen. Tschüssi. So, wir haben wieder Ausrüstung erhalten, Inventar. Gucken wir mal. Nee. Moment. Ach, Handball. Okay. Geht nicht. Das ist auch. Ja, ist gleich viel. So. Ist das bei Red Dead Redemption 2 auch so? Du kannst plündern ohne dafür zur Rechenschaft gezogen werden? Oder ist es eher so von wegen, nö, du musst, da gibt's dieses, Karma, nennt man das Karma? Karma-Punkte? Okay, wir brauchen einmal Art und zack. Und nochmal, weil es ja so schön ist. Oh, was haben wir denn da? Jägerhose, Schwert, Rezept. Das war's. Das kann, bin ich. Das war's? Mehr nicht? So, wir haben was zu lesen. Aber erstmal, ja. Tja, das Lesen muss, warten.
Denn es ist soweit, dass ich sagen muss, das war's. Und ja, somit wünsche ich euch alles, alles Gute und schönen Start in den Tag oder Wochenende, je nachdem, wann das online kommt. Lasst ein Abo da, ein Feedback, ein Like und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Ja, und dann schauen wir mal, was wir als nächstes tun. Auf jeden Fall werden wir als nächstes die ganzen Nester ausrotten. Das ist wichtig. Ja, weil das müssen wir definitiv machen. Ja, das war's fürs Erste und ja, dann sage ich mal, es hat Spaß gemacht, dass da wieder. Und ja, mal schauen, was so alles noch kommt. Ich muss jetzt erstmal anfangen zu kochen oder halt, ja, einfach nur relaxen, na, je nachdem. Mal schauen. Ja, es sind jetzt viele Projekte am Start. Wird schwierig, aber ich werde es meistern. Also haut rein, bis dann, macht's gut. Und danke fürs Reinschauen und fürs Einschalten. Bye, bye.